Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. So, Kamera mal eben angepasst. Sollte jetzt gut sein. Auf jeden Fall werden wir uns heute so ein bisschen darum kümmern, dass wir... Ach ja, ohne Zunge kann er nicht sprechen, stimmt ja. Wir werden uns darum kümmern, dass wir hier mal ein bisschen unsere Leute equipped kriegen. Aber das will ich schon die ganze Zeit machen, es ist wirklich schwierig. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Neurale Berechnungen. Oh, eine Grenadierrüstung haben wir hier. Ein vornehmer Raccoon-Helm. Also die Raccoon-Helme nehmen wir auf jeden Fall. Einmal gut und normalen. Die Grenadierrüstung. Ja, die hat auch eine gute Abwehr hier. Ich glaube, die nehmen wir. Und ein Energieschildgürtel auf jeden Fall. Genau, den wollte ich schon die ganze Zeit haben. So, dann schauen wir eben, was wir hier noch so verkaufen können. Gladius aus Stahl. Ja, den können wir auf jeden Fall loswerden. Zeus haben wir. Erstmal nicht, aber eventuell später. Repetiergewehr. Schwere MP. Na, zwei Stück. Und die Autoschrotflinten würde ich auch gerne loswerden. So, 4.700 müssen wir jetzt bezahlen. Nö, müssen wir nicht. Ja, Brandgranaten hätten wir hier. HE-Granaten hätten wir auch. Und ich würde gerne die HE-Granaten nehmen, weil die können wir nämlich dann reinladen. Ich würde sagen, nur 20 Stück reichen, weil die kann er dann hinten in seinen Teil da reinpacken. In seine Grenadierrüstung. Wobei, so oft werden wir die Granate wahrscheinlich nicht verwenden. Also 10 reicht schon. Sonst haben wir irgendwelche Waffen, die wir brauchen. Präzisionsgewehr, gut. Wäre schon sinnvoll, wenn wir einen hätten, der das benutzen kann. Nur der so auf Entfernung so ein bisschen Schaden macht, wenn wir noch einen hätten. Dreifachraketenwerfer wäre auch nicht verkehrt. Belassen wir es erstmal dabei. So, erstmal der Energieschildgürtel. So, perfekt. Sowieso nur noch auf 10% hier. Daher schon in Ordnung. Was haben wir denn jetzt hier noch? Genau, Raccoon-Helme haben bald auch alle. Also alle haben dann einen guten Helm. Aber vor allem haben wir auch eine gute Rüstung. Die Grenadierrüstung. Ich würde sagen, Zocker-Kitty kriegt die. Weil die dürfen wir nicht verlieren. Du bist einfach zu wertvoll für uns. Nee, aber müssen wir halt schauen, dass wir hier das ein bisschen aufteilen. Ja. Ich würde sagen, Kronos kriegt die Sachen, weil der hat hier anscheinend noch... Wobei, nee, der macht das, der hier. Der Mark B hat noch gar nichts hier wirklich. Ja, genau, kotz einfach schön mal hin hier, genau. Gönn dir einfach mal richtig hart. Ach, der hatte schon eine an hier. Wer hat denn hier noch keine an? Ich glaube, der hat noch keine an, oder? Nee. Müssen auf jeden Fall gucken, dass wir ja Kardok so ein bisschen besser ausgerüstet bekommen. Musste Mark B zurückweisen, ja. Shit happens, ne? Wie machen wir das jetzt? Ich werde erstmal weiter forschen. Und GF Master hat jetzt seinen Energieschildgürtel, oder? Hat ihn gegeben? Ja, perfekt.
Super. Und Drugs werden gerade auch wieder hier geerntet. Wundervoll. Wundervoll. Hier will ich unbedingt noch Dings reinmachen im Boden. Aber gerade ein bisschen schwierig. Weil wir haben ja verschiedene Böden. Und ich möchte eigentlich gerne den Teppich haben, weil der Teppich kostet halt sehr, sehr viel Stoff. Und dementsprechend müssen wir da mal gucken, wie wir das machen. Ja, wir können so erstmal so ein paar Verbindungen machen. Das ist dann vielleicht nicht ganz so schlimm. Und wird schneller fertig gemacht, aber so an sich dauert das halt schon alles ein bisschen. Ne? Deswegen mal gucken, wie lange das dauert. Weil hier vorne wird schon wieder geerntet, also mal gucken. Wir können das ja auch so machen, dass wir hier das hier erstmal äffen und dann erstmal das hier machen lassen. Damit die da so einen kleinen Speedboost haben. Ich muss mal eben kurz das korrigieren. Wir brauchen die HE-Granaten gar nicht. Das war Verschwendung, das war völlig unsinnig. Wir brauchen Stahl dafür. Und zwar nicht gerade wenig. Also es geht, 25 pro Granate waren es, glaube ich. Wenn man sie abgefeuert hat, beide, dann muss man halt dann das Ganze da machen. So, wir werden mal eben kurz die Bauteile hier holen. Verweigert bauen. Ja, das machen wir dann einfach, wenn der da ist. Und wir haben wieder Uran hier. Und Stahl haben wir auch. Allerdings an den unmöglichsten Stellen, ne? Na, da braucht man noch ein bisschen Glück. Aktuell haben wir kein Glück. So haben wir hier oben ein bisschen was ausgegraben gehabt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hinstelle, sehen wir hier schon, wo ein paar, sag ich mal, gefunden worden sind. Einmal hier, ne, Stahl. Zu weit weg leider. Dann hier einmal Gold. Und dann hier unten halt sehr viel Stahl. Ist ja auch schön und gut, dass da Stahl ist, aber viel zu wenig. Das heißt viel zu wenig, viel zu weit weg, meine ich. Hier haben wir nochmal Uran. Es muss in dem Gebiet sein. Es kann ruhig hier sein. Also das ist noch in Ordnung. Hier ist vielleicht auch noch in Ordnung. Aber das da, Digga, das muss nicht sein. Ne, das muss einfach nicht. Und ups. Da habe ich außerdem, zum Glück habe ich gerade Dings hier, ich habe die Stream-URL nämlich rausgenommen, deswegen habe ich jetzt keinen Stream gestartet, weil ich bin außerdem da gerade rausgekommen wieder. Das ist mir neulich schon mal passiert. Das war sehr unangenehm. Aber zum Glück habe ich es noch gemerkt. Weil ich will den Leuten keine falschen Hoffnungen machen, dass ich momentan streame. Habe ich wieder vor in der Zukunft, aber aktuell halt nicht. So. Gut. Dann geht's weiter. Und wir müssen mal gucken wegen den Rüstungen hier. Erforscht haben wir sie schon. Ich würde das sagen, das reicht auch erstmal. Aber ne, hier Impulsgewehre und Impulslanzen, die werden uns richtig voranbringen, denke ich. Gerade die Impulslanzen sind echt gut. So, wenn wir so zwei gute herstellen könnten, das wäre auf jeden Fall toll. Allgemein Schmieden und so. Wäre schön, wenn wir den noch ein bisschen leveln könnten, aber wie wollen wir das machen, ne? Wir haben nicht viel hier zum Herstellen. Das ärgert mich so ein bisschen, muss ich sagen. Aber selbst wenn wir hier alles jagen würden. Ja, und das ist dann wieder die Frage, die werden sich alle wehren. Die werden sich alle gegen die Jagd wehren, die Strauße. Und Amaopteryx würde die jagen. Hat er eine Waffe dafür? Und eine exzellente. Okay, er soll es mal probieren. Er soll es mal probieren. Ich bin gespannt. Ich glaube, der wird angegriffen und der wird auch verletzt, aber mal gucken. Emu rächt sich. Ja, und jetzt? Ich habe das Gefühl, der geht da jetzt nicht hin und killt den nicht. Oder killt er den? Doch. Aber habt ihr gesehen, ne? So, mal eben kurz gucken, ob Zocker Kitty interagieren kann.
Ja, sozial ist in Ordnung. Ich will mal eben kurz gucken, was der hier zum Handeln hat. Wahrscheinlich nichts Gutes. Kräutermedizin, bla bla bla. Hast du Stahl dabei? Du hast keinen Stahl dabei. Oder? Nee, sieht nicht so aus. Die Maske kann weg, Melonen, das kann weg. Schlappmützen können weg. Genau, der Staubmantel kann auch weg. Nope, nichts Gutes. Leute, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Jetzt haben wir ein richtiges, richtiges Problem. Und zwar kommen die Insekten da raus. Hier. Was übrigens wahrscheinlich auch ein bisschen davon kommt, dass ich hier vielleicht nicht genug Belichtung habe. Ich weiß es nicht. Ach, ich will mal eben gleich kurz nachgucken, wo die Insekten genau herkommen, was die Trigger sind. Auf jeden Fall hier. Wenn wir jetzt beides eben offen halten, genau da, wo ich es nicht haben will, ne? So, Mark B muss noch eben kurz eine Waffe kriegen. Autoschrotflinte hatte ich verkauft, ne? Das Dumme ist nämlich, da ist so viel drin. Ich fand das da drin so schön, aber ich hasse Insekten so sehr, ey. Okay, jetzt kommen die ersten. Okay, GF Master ist schon down. Leute richtig schwer erwischt, ey. Okay, ein paar hat es hier nicht so wirklich erwischt, das ist gut, aber die meisten auf jeden Fall. So. Jetzt müssen wir eben kurz gucken. Weil die sind da alle so. Die liegen da alle so ungünstig. Ne, das ist ganz, ganz uncool. Liegen da alle so auf einem Haufen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen vergessen habe. So, der erste wird schon gerettet. Sehr gut. Gut, hat keine bleibenden Schäden, aber ist auch in 8 Stunden tot. So, Esai kümmert sich um alle, das ist sehr gut.
Ich habe irgendwie Angst, dass die das Essen angreifen. Das wäre nicht so toll hier. Gut, hier ist nicht ganz so viel kaputt gegangen zum Glück. Wobei hier haben sie schon. Oh ja, da haben sie hinten richtig Randale gemacht. So, haben wir hier irgendwo noch eine Insektenkolonie? Nee, ne? Oh, das war unschön. Ne, da unten, da ist noch einer, da ist noch einer. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll, dass hier die Insekten, wir müssen hier vorne irgendwas machen, damit wir die das nächste Mal einfacher killen können. Die werden jetzt immer hier kommen, weil das größere Kolonien werden und die passen nirgendwo rein. Ich will mal eben was nachgucken. Ich hoffe halt einfach, dass die jetzt mit den Wunden und so da alle versorgt werden. Scheint aber so. Linkes Ohr, Nase ist zertrümmert. Ne, also. Aber wir sehen, die Rüstungen bringen schon was, aber Kardok muss unbedingt eine haben. Das geht so nicht. Alle, die keine Rüstung haben, sind potenziell so stark gefährdet, irgendwas zu verlieren an Extremitäten. Und das ist überhaupt nicht cool. Ach, da ist schon wieder einer. Ach, da. Scheißvieh. So, irgendjemand hatte hier was Meisterliches. Dann haben die alle fallen lassen, ihre Waffen hier. Der war es wahrscheinlich. Der Kardox? Nee. Auf jeden Fall sind alle versorgt hier. Allen geht's gut. Das ist auf jeden Fall schön. Hier, Gave Master, willst du ein bisschen Spaß haben? Du willst Spaß haben, ne? Ich weiß, du willst Spaß haben. Hol dir mal das Legendäre hier. Genau. Jetzt gib ihm einfach mal richtig hier. Das war mies. Ach ja, stimmt. Ich wollte nachgucken wegen den Infestations, ne? Genau, Sekunde. Okay. Also eine Temperatur minus 17 hält die davon ab anscheinend, da zu spawnen. Allerdings nicht zu 100%. Das Ding ist, wenn wir sie hier gespawnt bekommen, haben wir eigentlich gute Karten. Wir können sie nämlich hier dann rauslocken in das offene Gebiet. Also eigentlich nicht ganz so schlecht, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ne? Wir haben sie sowieso. Sie werden sowieso kommen. Also warum nicht einfach versuchen, mit ihnen irgendwie umzugehen? Wundinfektion, Markby hat eine Wundinfektion. Ja, dann leg dich hin, sofort und werd behandelt. GF Master versteckt sich im Raum. Ja, meinetwegen. Wundinfektion wurde gut behandelt. Also die Wundinfektion schon auf 10 pro Jahr. Seht ihr, wie die nach oben ballert? Ist ja unheimlich. So, manchmal habe ich das Gefühl, dass Wundinfektionen auch stärker sind. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass manche Wundinfektionen stärker sind als andere. Weil die einfach so schnell nach oben ballern. Hier, seht ihr das? Der ist jetzt schon auf 16. Ich meine, der Gap wird anscheinend kleiner, aber trotzdem. Der war nicht gerade lange... Nein, ruh dich aus. Der war nicht gerade lange unterwegs. Also, eigentlich gar kein Problem. Trotzdem echt strange. Naja, was willst du machen? Ich werde die ganzen hier sowieso irgendwann abreißen. Ja, heute noch bitte. Heute noch. Das wäre wundervoll, wenn du den heute noch füttern könntest. So, sehr schön.
So, Ernährung ist auch gut. Heftige Schmerzen findet er geil. Also wir müssen es so hinbekommen, dass wir hier... Genau. Dass wir hier die rauslocken können. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir das hinbekommen, dann sind wir set. Wenn wir es hinbekommen, dass die hier rausgelockt werden. Übrigens, eine gut ausgeleuchtete Basis hilft auch dabei, dass die weniger Lust haben, hier zu spawnen. Dementsprechend sollte ich hier vorne vielleicht auch mal kurz ein paar Vorkehrungen treffen, weil da werden die wahrscheinlich auch spawnen wollen. Deswegen, das müssen wir auch noch verbessern. Ach, da war noch eine Kolonie! Da war noch eine Kolonie, Leute! Da war noch eine Kolonie. Das ist gar nicht cool. So, jetzt aber. Jetzt ist sie weg. Wahrscheinlich habe ich noch ein bisschen Essen kaputt gemacht, aber... Oh. Puh. Ich dachte schon, da ist jetzt noch so ein Spinnenvieh gespawnt, ne? Das wäre auf jeden Fall nicht cool gewesen. Das hätte mich jetzt ein bisschen abgefuckt. Braucht das hier vorne gar nicht. Nur da. Da muss er mal runterziehen. Oh, Leute, ey. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen, aber... Holy cow, ey. Respekt, Leute, berauschte Figur. So. Okay. Ich kann die Leiche nicht wegtragen. Egal, mache ich später. Also, bis dann und tschüss.